Evil Dead läuft in den Kinos und wenn es einen Kanal gibt, der zu diesem Film eine Review machen sollte, dann ist das wohl Fancy Reviews. Und Willis Video Treff, nee echt jetzt, checkt die Jungs mal aus, wenn ihr geile Kritiken zum Thema Oldschool Horror snacken wollt. Links sind in der Beschreibung. Liebe geht raus, Santa Claus. Leute, Evil Dead ist eine Marke, die mich wie keine zweite begeistert. Zusammengefasst habe ich das in der großen Evil Dead Sause, auch die habe ich unten verlinkt. Und natürlich musste ich den neuesten Ableger der Reihe im Kino gucken, auch wenn ich es mittlerweile hasse, für Filme das Haus zu verlassen, um mich mit scheiß Menschen zu umgeben, die Scheiße nochmal 2 Stunden lang behende mit Popcorn rascheln, um mir das unvergessliche Dolby Surround Gefühl zu geben, das man sonst nur hat, wenn man sich besoffen in der Buchsbaumhecke verfängt. Egal. Evil Dead, in dem es überraschenderweise weder Bösen noch Toten Reis zu geben scheint, ist demnach Pflichtprogramm für mich, also seid gewarnt. Ich bin eigentlich schon fast zu sehr Zielgruppe für das ganze Gemetzel, sprich es fehlen eigentlich bloß noch dicke Bubis und Booties, die alle 5 Minuten durchs Bild bouncen und ich würde mit dem Franchise freiwillig den Rest meines Lebens auf einer einsamen Insel verbringen. Kurz, ich bin Fan, bedenkt das bei meiner Kritik, denn als solcher wurde ich durchaus abgeholt, nur leider zum ersten Mal seit ever nicht begeistert. It's me. Okay, bevor ich mecker, mal das Positive. Der Film ist handwerklich wirklich prächtig, geizt nicht mit Gewalt und ist durch und durch der Reihe treu. Egal ob serientypische Kamerafahrten, serientypische Zooms, serientypische Sprüche oder serientypische Plotpunkte. Obwohl das Szenario von einer Waldhütte, die wir definitiv schon viel zu oft gesehen haben, nun in ein Hochhaus verlegt wurde, fühlt man sich sofort zu Hause. Okay, diesmal kommen die Blutfontänen nicht aus der Wand, sondern aus The Shining. Und nein, in Rise wird niemand im Keller unter der Bodenluke eingesperrt, sondern aus der Wohnung ausgesperrt. Aber im Grunde bekommt man, was man erwartet. Und das ist so unheimlich gut, dass es mich einfach nervt. Denn zum ersten Mal habe ich das Gefühl, man tritt auf der Stelle, anstatt einen fucking Benchmark abzuliefern. Ich meine, Evil Dead 1 war seinerzeit in fast allen Facetten etwas, das die Welt des Horrorfilms so noch nicht gesehen hat. Teil 2 gelang das irre Kunstwerk, aus derselben Idee pures Comedy-Gold zu spinnen. Army of Darkness ist reiner Go-Fuck-Yourself-Autoren-Kino-Eskapismus. Das Remake setzte für mich in Sachen Gore im Jahre 2013 neue Maßstäbe und selbst die Serie Ash vs. Evil Dead hatte bis zum Schluss eine irre Idee nach der anderen, auch wenn die Staffeln selbst immer schwächer wurden. Rise hingegen geht auf Nummer sicher und das reicht mir irgendwie nicht. Immerhin habe ich bereits gesehen, wie Ash aus dem Arschloch einer Leiche geschissen wird, also warum sollte ich mich jetzt mit weniger zufrieden geben? Versteht mich nicht falsch, mir ist schon klar, dass es clever ist, bestimmte Erwartungen der Zuschauer zu erfüllen, aber wenn der abgedrehteste Moment deines Films aus einem Kubrick stammt, der vor 178 Jahren gedreht wurde, dann ist man leider weit davon entfernt, eine Genre-Referenz zu produzieren und trotz der Gewaltspitzen, die ich im Film sehr mag, WTF-Momente, wie es sie im Remake gab, Stichwort Katermesser, fehlen genauso wie irre Einlagen im Stile des zweiten Teils. Stattdessen will Evil Dead Rise irgendwie beides sein, statt in einer Kategorie richtig auf Anschlag zu drehen und wirkt dabei wie eine Geißel der eigenen Popularität. Einzig die dämonische Mutter ist durch die Bank over the top Irrsinn und trägt meines Erachtens den gesamten Film, während der restliche Cast eher so aus Langweilern besteht, denen Frau Sunderland ob ihrer einprägsamen Erscheinung schon ohne Make-up die komplette Show stiehlt. Als Deadeye wird die Gute dann zum wohl besten lebenden Special-Effekt der gesamten Reihe. Ikonisch as fuck. Ich hab as fuck gesagt. I can't believe I'm never gonna speak to you again. Fazit. Leute, der Film ist besser als 90% aller Horrorstreifen, die ihr 2023 wahrscheinlich im Kino sehen werdet. Und es ist nach wie vor erstaunlich, auf welch hohem Niveau die Evil Dead Reihe performt. Fans, die nur das sehen wollen, was sie schon immer bekommen haben, werden hier durchaus abgeholt. Neue Zuschauer werden vielleicht sogar einen Horrorfilm bekommen, den sie so nicht erwarten, weil man zum Glück drauf scheißt, typische Genre-Sehgewohnheiten zu bedienen. Und auch ich werde meinen Frieden mit dem Streifen machen.
Allerdings muss ich erstmal verdauen, dass der Sause so langsam die Luft auszugehen scheint und es vielleicht an der Zeit ist, die Produzenten Sam, Bruce und Tappert in Rente zu schicken, um frischen Ideen Raum zu geben, bevor man ins Stolpern gerät, denn Rice fühlt sich letztlich zu wenig nach Auferstehung und ein bisschen zu sehr nach immer derselben Platte an. Ich bin auf hohem Niveau enttäuscht. Ende. Ach und mal ehrlich, was sollte die Kampagne mit der scheiß Käseraspel? Das Ding ist 3 Sekunden im Einsatz und mega harmlos verwurstet. Da gucke ich doch lieber ECW. Let the bodies hit the floor, motherfucker.